glaube, ich gehe eher mal auf dem Buch Black Market. Avenger plotting new course. Weil ich den mal brauche, um so Sachen zu verkaufen, wenn ich dann keine Supplies kriege nächsten Monat. Da muss ich mir ein bisschen Supply-Vorräte anlegen. Kann ich irgendwas kaufen? Illyrium Crystals, Supplies. Supplies gegen. Ach, gegen Intel. Man tauscht immer gegen Intel. Stimmt. Und verkauft gegen Supplies. Hier, von denen kann ich zum Beispiel ein paar verkaufen. Da brauche ich nicht so viele. Advent Trooper Corps. Advent Stunlancer Corps brauche ich auch nicht so viele. Ich behalte mal 5 von jedem. Advent Purifier Corps. Hier, Confirm. Bisschen Geld eingenommen. So, ich wollte Kontakt herstellen. Da war ich dabei. Dann Prost! Genau, den so. Sehr schön. Xeli und Intuitable. Summer of Equality increased. Genau. Damit ich den irgendwann mal auslöschen kann. Influence of the Temple has increased to medium. New faction order granted. Research breakthroughs are twice as likely to occur. Das ist super gut. Und promoted. So, New könnt hier. Bräuchte man Leutnant. Der am besten. Hier. Leutnant Lena Isera. Du bist sogar Specialist und da bringt das Hacking sogar was. Und noch einen Soldaten, der mitgeht. Natürlich nochmal Xeli hinschicken. Und noch einen Sergeant, damit keiner gecaptured wird. Oder ich gehe das Risiko ein, es ist low. Aber ich habe nicht so viele Soldaten, die ich da mit hinschicken kann, die auch noch Sergeant sind oder die ich hinschicken will tatsächlich. Deswegen denke ich mir, wir werden es einfach so machen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, keiner wird gecaptured, das wäre eigentlich übel. So, wenn ich jetzt recruiten will, wie kostet mich das? 50 Supplies. Statt einen würde ich mal recruiten noch, wenn ich noch einen in der Reserve habe. Proving Grounds are ready, Commander. Yes! Proving Grounds. So, choose project. Skulljack, Boltcaster, Hunter's Axe, Shadowkeeper, Frostbomb, Battlefield Medicine, Experimental Armor, Experimental Heavy Weapon. Heavy Armor Suits. Skulljack brauche ich aber auf jeden Fall für die Story. Weil hier jemand drin arbeitet. Project Terminus auf Hälfte reduziert. The Resistance has entered on a landed Hunter UFO. We can't pass up on this opportunity to raid it for A in technology and supplies. Das hatte ich auch noch nicht. Wir lesen gerade mein aktueller Soldatenstand, der viel wichtiger gewesen. Wie viele Soldaten bei mir gerade aktiv sind. Okay. Densu ist wieder da. Er ist wieder aktiv. Ich bin wieder da. Lumi, Chris. Oh, das sieht eigentlich nach einem Squad aus, was man schicken kann, würde ich behaupten. Genau, ich habe noch eine Promotion offen. Implacable. If you score one or more kills on your turn, you are granted a single bonus move. All Blade Storm. Free sword attacks for enemies that enter or attack from melee range. Das ist so stark, wenn du einfach an den dran stehst. Intuitable, du hast auch noch ein Upgrade, guck mal. Noch ein Level-Up. Holo-Targeting oder Heavy Ordnance? Wir können dir mehr Granaten geben. Oder immer wenn du zuerst schießt, unterstützt, sind die Sachen einfacher zu treffen für uns. Das ist halt zum Downbürsten von fetten Zielen echt wichtig, tatsächlich. Ich glaube, ich nehme das Holo-Targeting. Bevor ich das mache, wollte ich aber noch mal kurz Engineering. Hello, Commander. Build Items. Weapons. Ripjack, Macbeth. Der Ripjack ist echt gut. Kostet auch nicht so viel. Secure the disabled UFO.
So, jetzt haben wir sehr viel Nahkampf. Und, okay, wir haben sehr viel Nahkampf-Squad, hier aus 3 Leuten. Ein Medium-Range und dann 2 Sniper. Hoffen wir, dass das funktioniert. Wenn ich nicht da reingucken kann in das, das UFO, dann müssen die Sniper gar nichts. Sky Ranger deployed. Squad green to deploy. Hoffen wir, dass wir das noch hinkriegen hier. The Resistance has been making moves against the aliens in this area, and it looks like they managed to disable a UFO on the ground. Damn, UFO ausgeschaltet. Secure the site. Eliminate any hostile resistance and seize whatever gear you can from that ship. Wir müssen da was Geiles rauskriegen. Ich hoffe ja. Wir kriegen ja irgendwie schon eine Rüstung oder so da raus. Das wäre echt wichtig. Ich habe noch nie, ich habe nur in den vorhergehenden UFOs gesehen. Vorher, in dem XCOM 2 habe ich noch nie ein UFO gesehen. To be a single entity is actually a swarm of tiny robotic units working in close coordination to maintain a cohesive form. Position bestätigt. Ja, da mal sehen, ob wir die besiegen können, die neuen Gegner. Jetzt mal wieder neue Gegner bekommen, wie ihr seht. Tempo. Oh, unsere Sniper könnte man fast erstmal hier oben platzieren, ha? Huh? Okay. Zumindest. Auch eigentlich beide davon. Die so als Backup dann von hinten agieren. Für den Höhenvorteil. Achso, dich habe ich auch noch. Geh ich erstmal da daneben. Stimmt, der hat ja auch das schöne leuchtende Schwert auf dem Rücken. Einmal noch immer das bestaussehende Schwert. So, da haben wir 2 von den Schlangen und dieses etwas. Schwierig. Ich gehe jetzt mal dahin. Und gehen wir auf Overwatch, falls irgendwas passiert, was unvorhergesehen ist. Da kann ich hinlaufen, meiner Meinung nach. Bestätigt. Überwachung läuft. Verstanden. Bin unterwegs. Feuerschutz. Bitte Overwatch. Oh, du hast kein Overwatch. Na, fuck it. Dann musst du dann anfangen tatsächlich mit Schießen. Wenn du kein Overwatch hast. Wie viel Damage habe ich eigentlich auf meinem 6 bis 8? Das heißt, ich kriege die nicht sicher tot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, sogar ziemlich unsicher eher sogar. Und ich auch 6 bis 8. Also ist gerade egal, ob ich mit einem Melee oder mit einem Fernkampf angreife. Tatsächlich. Vom Damage her. Außer dass ich halt eine bessere Position habe in einem Fernkampf im Zweifel. Oh. Du bist immer noch im Team, Chris. Ja. Bist mal weg, Denso. Alles klar. Dankeschön fürs Reinschalten und bis bald, mein Lieber. So, wie viel Damage? 5 bis 6 macht das halt nur, ne? Der wäre eigentlich der Angriff, der zweite Welle von Angriff sozusagen. Feuerschutz. Feuerschutz. So, du hast auch noch einen Overwatch. Du hast auch Overwatch. Du machst eine zweite Welle von Angriff. Zwei Rüstung, krass. So, jetzt haben wir nur noch euch beiden. Wo sind eigentlich alle Neutral? Ich muss alle Ziele, alle Verteidiger töten. 89%, komm schon. Auf so ein Ding,
was schon halb tot ist, hoffentlich. Jawohl, 7 Damage. Wir sind aufgeflogen. Oh Gott. Lightning Reflexes? Oh. Wenigstens hat er es dann gemacht. Nochmal 7 Damage, sehr schön. Sind die aber auch direkt getriggert? Our resistance contacts had heard rumors Advent might be rolling out a heavy infantry armor system. Looks pretty tough. Ne, ich will dich da haben tatsächlich. A righteous strike! Damit das Vieh tot ist. Und ich Fokus krieg. So, dann kann ich hier rübergehen und sie noch einsammeln. Jetzt sind die aber dummerweise dran. Ab jetzt könnte es schief gehen. Ja, genau das meine ich. Drei Damage machen die inzwischen. Oh shit. Sie haben mich erwischt! Aua. Der ist irgendwie ein besser gepanzerter. Ach, der kann den sogar noch irgendwie. Ach, komm schon. Das ist ja jetzt ekelhaft. What? Mir wird das hier zu heiß! Minus 1-5, we just picked up an outbound signal coming from the UFO. It's some kind of distress beacon. You need to get inside that ship and shut down the signal, before they send their whole fleet after us. Purify kriege ich nicht tot. Ich krieg die alle nicht tot. Hat er nicht eine Flashbang dabei? Du hast die Flashbang. Du bist natürlich nicht hilfreich an der Stelle. Wenn ich die jetzt alle hier Flashbang, kann ich sogar wirklich alle Flashbangen. Ich glaube, ich würde wirklich mal versuchen, alle zu Flashbangen. Das müsste eigentlich schon einiges disablen von denen. Auf jeden Fall sie wieder frei. Okay, aber das hat sich nicht gebracht, was ich wollte. Im Sinne von... Oh Gott. Im Sinne von... Ich komme hier besser raus. So, dann schießen wir sie schon mal an. Die nächste Schlange platt, hoffentlich. Shielded. Aber das Shield lädt sich hoffentlich nicht wieder auf, ey. So, genau, dann machen wir sie platt. I will tear you apart. Sehr schön, so, Damage increased, perfekt. Und Promotion earned außerdem noch. So, kann ich hier noch Deckung suchen? Jawohl. Und los geht's! 69%, achso, auf den da. 36 ist ja nix. Fehlen geht nichts. 49 ist ja auch nix. Ich dachte, ihr habt hier einen Vorteil. Hate Manager 20%. High Cover 40, aber ja, das High Cover zählt. Das ist auch noch als High Cover. Obwohl es plötzlich nicht mehr. Hier drüben wird es erst nicht mehr zählen. Schieß mal. Ach, shit. Chris. Du musst wieder besser zielen üben. Komm schon. Bis der nächste, der zielen üben muss. Schon unterwegs. So, das war jetzt der letzte und den schicke ich mal so, dass ich die hoffentlich gleich flankieren kann. Desorientiert sind sie immer noch. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt trifft, obwohl er desorientiert ist, das wäre echt schade. Ich bin hier festgenagelt. Komm schon, gib ihm einen schönen Schuss. Jawoll. Das hat aber durch Schild und Armor hat er sogar überlebt. Sehr schön daneben. Stehe hier unter Beschuss. So. Jetzt hast du doch hier einen Flankenschuss, genau. Schieß mir erstmal mit dir darauf, weil du hast ja eh keinen Squad Overwatch.
Grace. Und das Schild haben wir da trotzdem weggemacht. So, jetzt kann ich dir hier 6 bis 8 geben. Das sollte auf jeden Fall reichen. Und ich bin sogar in hohem Cover. Sehr schön. What? Der hat's überlebt, er wurde gestunt? Hab ich irgendwas verpasst? Dann machen wir dich halt rund. Ups. So, aus der Position, damit ich Cover habe. Gute Kamera. Shield removed. So. Wir sind am Parry. 6 bis 8. Das müsste auch für den reichen. Und die ist gestunt, die Schlange. Bin dumm! Gott, bin ich dumm. Wechsle Position. Ich habe gerade meinem eigenen Vieh 5 Schaden gemacht, ne? Weil ich da im Nahkampf reinrenne. Ich muss bald nachladen. Du musst vor allem mal laufen. Du bist jetzt langsam zu weit weg. Disorientation removed. Oh, da kommen die nächsten. Oh nee. So-called Peacekeepers. Zum Glück bin ich schon ganz gut aufgepumpt. Ich wollte eigentlich in die Reichweite kommen zum Heilen. Tatsächlich, das war so ein bisschen mein Plan, aber es sieht nicht danach aus, dass ich das machen kann. Dann gehst du da hin. Und lädst wahrscheinlich nach. Das ist ja nur die Tussi da und die wird ja hoffentlich mal nachkommen, weil wir direkt daneben stehen jetzt. Kaputt machen. So. Slash. So. Nicht schlecht. Haben wir das. Jetzt haben wir hier Volt Amplify. Calling to take extra damage. 7 bis 8 könnte ich jetzt. 7 bis 8 könnte ich den sogar umrenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. Und dann auch da rauskommen. Die Dinger sind, wie gesagt, super stark. Alles klar. Wir werden uns darum kümmern, dass wir den Flight Computer kriegen. Keine Angst. Sechs bis acht. Das reicht halt nie und nimmer. Ich komme nur hier hinten wieder rein. Oh, ich muss hier in die Nähe vom Feuer. Das will ich eigentlich auch nicht. Das kann ich machen. Na los, zeigt euch! So. Sprinten wir mal hinterher. Tempo! Du willst mir sagen, du siehst das nicht? Du wirst mir sagen, du siehst es nicht. Puh. Suppression. Achso. Suppression. Natürlich. Erstmal Suppression removen. Ja. Ich muss bald nachladen. Du siehst auch noch nichts in der Richtung. Da werde ich von der noch nicht durch die Rüstung kommen. Der hat ja auch 2 Rüstungen. Oh shit, Mann. Machen wir es anders. Siehst du das? Flashen wir euch beide. Hä? Achso, den Bot kann ich nicht flashen. Alles klar, vollkommen richtig.
So, ist die Frage, kann ich nochmal, ich kann nochmal renten. Von daher wäre das vollkommen okay, mit dem dahin zu gehen. Und der ist sogar gestunt. Muss ich mich um den gar nicht kümmern, theoretisch. Du bist essen, alles klar, bis vielleicht später. Meine lieben Freunde und Kameraden, 7 bis 8, das heißt, es geht mindestens 5 durch. Das passt ja perfekt. Bam! So. Rücke aus! Warum kannst du jetzt immer noch niemanden heilen? Achso, weil du das Heilprotokoll noch nicht gelernt hast, ne? Deswegen. Komm schon, kriegen wir den Tod jetzt? Sehr schön. Hattest du auch noch einen Kill auf der Uhr jetzt? Ziel eliminiert. Damit hast du auch noch einen Kill auf der Uhr. Rücke aus! Wo ist es? Ah, der kommt schon bis dahin. Sehr schön. Da ich das hacken muss. Wir haben nur einen Hacker dabei, ne? Der gerade nicht hinkommt. Wird erledigt! Ich habe ja fast die Vermutung, dann geht es gleich richtig die Party los, wenn ich das hier gehackt habe. In Ordnung. Deswegen laden wir nochmal nach. Rock'n'Roll. Packen wir uns mal hier hin. Rücke aus. Und ich packe mal hier hin. Kein Problem, Boss. Und ich packe mal hier hin. The power supply on this ship. Du lädst auch nochmal nach. Oh ja. So, und dann gehst du dahin. Achso, ich hatte Free Reloads, ne? Scanne Gebiet. Gebe Feuerschutz. So, unser Hacker. Befehl bestätigt. Hack Workstation. Hack mal doch mal hier. Anthem reduced by 50% for 4 weeks. Fail, no effect. Reduced context cost for nearby region by 50%. Das ist viel wichtiger, finde ich. Komm schon, schaff das. Boah, verdammt, ey. Das wäre so gut gewesen, das zu bekommen. Satellite Data. Doppelt so schnell zu scannen wäre so gut gewesen. Es kann losgehen. 4 Wochen lang. We've knocked out the alien distress signal. Looks like the skies are quiet. Status confirmed. Mission accomplished. Ja, wir haben es gut geschafft. Wir haben nur 2 Leute verwundet und sonst alles ziemlich sauber runtergespielt. Das freut mich. Vor allem, da es nicht das absolute Top-Squad war, ist das ordentlich ausgegangen. The citizens of Advent that our peacekeepers will stop at nothing to prevent further attacks by criminal elements such as the one that occurred today. The elders have total faith in our ability to overcome any and all threats to our peace. Most damage. Ja, war wieder unser Kandidat, der Templar. Der Templar. War eine gute Runde. Wie gesagt, ein paar Leute verletzt, aber 6 und 8 Tage, das ist halt. Ravely ist halt kaum verletzt. Most Cohesion, Bond Level Up. Ja, ich weiß, dass das Bond Level Up verfügbar ist. Was kann der denn jetzt hier? Rand generates a wave of psionic energy in the direction of the attack. Damage increases with focus level. Exchange again with its squad mate, focus 1. The Templar is immune to fire, poison, acid and explosive damage. What? What? Ich wollte doch aber irgendwo noch. Channel. Hier, das wollte ich auf jeden Fall noch haben. Stufe 3. Wo ist der Enemy Unit?
Wenn the Templar has two or more focus, there's a chance to reflect incoming bullets. Aber das ist, glaube ich, ziemlich sick. Für noch mehr Damage. So, Run and Gun. Gib mir. Und hier ist sogar irgendwas verfügbar. Chris, du kannst dich mit unserer Lumi in einem Bond zusammenfinden. Yeah, wir haben ein neues Bond. Ein neues Fireteam. Auch das sieht doch geil aus. Weil das zu viel im Hintergrund los ist, wenn man das hier gut wahrnimmt. When you're tired or hungry or just need a treat, Advent Burger, the place for meat. Sehr gut. Advent Burger, the place for meat. So, Medical Protocol. Long Watch. Wichtig. Illyrian Core, AIM Data Cache. Alloys, Illyrian Crystal Supplies. 160 Supplies, nice. Alien Advent Shieldbearer Autopsy, Spectre Autopsy. Haben wir einiges zu tun, würde ich sagen.